Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gun Home. Ja, wir sind immer noch hier im Anwesen von... Ich hab's vergessen. Ich weiß noch, wir haben versucht beim letzten Mal herauszufinden, wie die Kombination ist von dem Schrank hier. Dabei sind wir auf eine... Dabei sind wir auf eine... eine Kassettenhülle gekommen, wo rot markierte Zahlen waren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat auch nicht funktioniert. Ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen. Es ist jetzt schon wieder eine Woche her, wo wir es gespielt haben. Wir sind heute auch wieder im Livestream. Genau, hier war der Dachboden. Wir waren soweit eigentlich in allen Räumen, bis auf ein paar, die ja verschlossen waren. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie vielleicht den nächsten Schlüssel finden werden. Ich bin jetzt gerade ein wenig... Da liegt sogar noch eine Kassette. Ich muss jetzt selber gucken, wie nochmal die Steuerung war. Aha, okay, ja. So drehen, okay. Ach genau, X ist weglegen. Erstmal wegschmeißen. Formular anziehen, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon getan. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Genau, da war das Kostüm gewesen. Ich würde gerne wissen, wie wir an den Spind kommen. Vor allem... Was liegt denn hier? Haben wir das schon gelesen? Notiz lesen. Ich hoffe... Katie, Mom und Dad wollen dir eigentlich für den Sommer das Gästezimmer herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie waren nicht hier, um es noch zu tun. Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst. Ich werde es nicht mehr brauchen, Sam. Ach stimmt, Sam ist ja... Was war das? Sam ist ja verschwunden. Ach stimmt, ich glaube, den Zettel hatten wir, glaube ich, schon gelesen gehabt. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Skizzenbuch. Okay. Ah, doch, das hatten wir, glaube ich, das hatten wir auch schon gelesen gehabt. Das war dieses Geisterjäger-Skizzenbuch. Ich freue mich sehr, dass sowas hier in diesem Spiel sich befindet. Ja. Da müssen wir mal gucken. Ich bin gar nicht sicher, wo finden wir denn jetzt die Kombination für den... Hatten wir das schon gelesen? Ja doch, ich glaube, das hatten wir auch schon, oder? Oder ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wie gesagt, ist schon eine ganze Woche jetzt her. Ah ja, hier war das Badezimmer. Kann ich eigentlich... Ah, ich kann sogar zoomen. Ah, ist ja interessant. So, hier haben wir dann... Okay, die Karte. Tagebücher, ja, das hatten wir alles gefunden. Wo war denn hier... Wo hatte ich denn die Kassettenhülle hingelegt? Sag mal eben. Ich weiß das gar nicht mehr. Die war doch hier am Liegen, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Spinn verwirrt etwas, muss ich sagen. Achso, ich habe apropos ganz vergessen, was einzuschalten. Hoho, das mache ich mal eben schnell jetzt hier in der Aufnahme. Es tut mir leid für die Leute auf YouTube. Ich hatte vergessen, den Revlobot einzuschalten für Punkte sammeln. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Wir hatten soweit ja eigentlich alles auch gelesen gehabt. Warum erinnert mich dieses Bad jetzt gerade unheimlich an Layers of Fear? Ich weiß nicht, vielleicht wegen der Badewanne. Ich bin die Beste von uns. Vielen lieben Dank für dein Follower. Dankeschön und willkommen zum Live-Let's Play. Ja, wie gesagt, auf YouTube, hallo. So, wo war denn hier das Treppenhaus? Ah, hier. Treppenhaus, zieht die Schlipper aus. Kann ich nicht rennen? Na, will ich auch nicht. Okay, ich glaube, ich kann nicht rennen. Hier hatten wir auch schon soweit alles durchsucht. Waren denn hier noch geschlossene Türen? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ist denn unser Vater... Ist... War... Keine Ahnung... Plural... Schriftsteller? Und kam wohl nicht gut an. Notiz lesen. Das hatten wir auch schon. Genau, hier kamen wir nicht rein. Das war das gewesen. Okay, hier sind noch Stifte drin. Alte Zettel, alte Briefe, die uns nicht weiterbringen.
ist immer so ein bisschen blöd bei so einem Spiel, wenn man da eine längere Pause hat, dann muss man sich erstmal ein bisschen reinarbeiten, weil sonst kommt man da ja nicht mehr mit klar. Ich glaube, die Tür war auch verschlossen, ne? Kann das sein? Ja. Die war auch zu. Cool, dann müssen wir nochmal oben gucken. Also irgendwie müssen wir ja, ich glaube, wir müssen... Das hatten wir auch schon gelesen. Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass wir... Ja, es macht Freude, wenn da so ein knisterndes Geräusch kommt. Ah, hier liegt die Kassette. Ach, guck mal an, hier. Die habe ich direkt davor gelegt. So. Aber ich glaube, da hatten wir, glaube ich, auch alles ausprobiert gehabt, ne? Nothing. Calculate. Axed. Axe Body. Okay. 2, 3, 6, 8, 9 hatten wir, glaube ich. Ich glaube, es waren da, glaube ich, auch sogar nur 4 Zahlen, ne? Hatten wir denn die Kombination 7, 5, 4, 1 schon? Huch, hallo. Achso, ich muss erst ablegen, ne? 7, 5, 4, 1, hatten wir das schon? Okay, das war auch falsch. Na. Eins, vier, fünf, sieben. Mal ausprobieren nochmal. Ich weiß nicht, ob wir es auch schon hatten. Ja, ist ja gut. 1, 4, 5, 7. Nein, okay. Ja, ich hatte es gerade erwähnt, Fallout kommt heute noch. Ich hatte jetzt Gun Home vorgezogen im Stream. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gelesen gehabt. Ja, das war die Geschichte. Brettspiel nehmen. Wir müssen hier alles... Huch, wir müssen hier alles untersuchen. In der Hoffnung, dass wir... Huch, okay. Das ist eine schwingende Pendeltür. Okay. Ich versuche gerade ein bisschen ein paar Hinweise zu entdecken, weil ich glaube schon, dass es hier in dem Raum ist, die Kombination. Deswegen bin ich da jetzt mal so forsch und... Versuche mal hier was rauszufinden. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gelesen gehabt, ne? 1995 vielleicht? Kann das sein? Das wäre zu einfach, oder? 1995? Schauen wir mal. Nein, das war es auch nicht. Okay. So. Gucken wir doch mal. Achso, Schublade war ja kaputt. Stimmt, da war was. Ich entsinne mich, als wäre es gestern gewesen. Das war übrigens nur Farbe. Haarfarbe, da hat sich jemand die Haare wohl... Oh, wie cool das mit dem Regen aussieht. Ja, ja, ist ja gut, Petrus. Ist ja gut. Ist ja gut, bin ja da. Hat sich jemand die Haare rot gefärbt. Frage ist, welche Kombination brauchen wir und vor allem, wo steht die? Oh, Mieze. Oh, wie süß. Was haben wir hier? Das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Ich bin ein wenig überfragt. Was, Igitt? Achso, nach den Flitterwochen der Partner, den Partner wiederentdecken. Charakterliche, geistig, sexuell. Huch, hallo. Ja, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon gelesen.
Ja, am interessantesten fand ich immer noch das mit den Eileiter von der Frau, was wir gelesen haben. Fand ich sehr interessant. Die Klappe ging ja nicht offen, ne? Na, ist verschlossen, ja. Do, ja. Zutritt verboten, wenn die roten Lampen leuchten, die roten Weihnachtsbeleuchtung. Ja. Frage ist, wo kriegen wir die Kombination vom... Okay. Okay, die Schublade können wir nicht öffnen. Hier war das Kleid drin. Schauen wir doch mal. Hier haben wir auch schon geguckt, ne? Genau. Ich laufe hier schon wieder überall rum. Ich bin... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll, weil ich alles eigentlich schon so weit untersucht habe. Und ich weiß nicht, wo ich noch einen Hinweis finden könnte. Neunzehn dreißig vielleicht, kann das sein? 1930, schauen wir mal, probieren wir mal aus. Nein, ist es auch nicht. Okay, was haben wir hier? Tolle Partyfotos übrigens. Heutzutage wird das ja alles auf Facebook gepostet, die Partyfotos. Kommt bestimmt gut beim neuen Arbeitgeber, wenn man sich irgendwo bewirbt. War hier noch was drin gewesen? Nee, okay. Über Klamotten. Boah, wo soll denn hier irgendwie eine Kombination sein? Und vor allem, wie kriegen wir die anderen Türen offen? Gibt es da irgendwo Schlüssel, die rumliegen, die wir vielleicht nicht gesehen haben? Ich glaube, ich hatte die Schublade extra offen gelassen, kann das sein? Was war das denn? Ich höre immer wieder zwischendurch dieses leise. Ich weiß nicht warum. Ich habe, glaube ich, schon Paras, weil ich zu viele Horrorspiele spiele und zu viele Horrorfilme gucke. Ich habe übrigens wieder einen Horrorfilm gesehen. Und zwar Unfriend. Und kann ich nur wärmstens empfehlen, den Film. Ja, vor allem schön alleine gucken, am besten noch. Und Jalousie runter, Licht aus und alles läuft. Wunderbar. Tja, hier waren wir auch schon gewesen. Da kann ich mich noch gut dran entsinnen. Hier war sogar auch noch. Aber den Code, den hatten wir doch benutzt gehabt, oder? 0451. Wofür hatten wir den denn benutzt gehabt? War das hierfür? Nee. Ach, das war hier für den Aktenschrank, ne? Genau. Also ist der doch relativ sichtbar. Oder beziehungsweise relativ eindeutig. Der Zahlencode. Also denke ich mal, dass der oben für den Zahlen, für das Zahlenschloss, denke ich mal, auch sehr sichtbar ist. Hallo an alle die im Chat sind hier. Wir machen gerade ein Live-Let's Play. Ja, mir geht soweit ganz gut. Nicht wundern, wenn ich nicht auf den Chat eingehe. No. Sondern mich immer aufs Spiel konzentriere für YouTube. Also es ist relativ sichtbar. Ist sogar im selben Raum gewesen. Die Kassette lag ja woanders. Hatten wir denn. Was haben wir denn hier? Samantha Grainbrier, Klasse 11, ja, Stunden 5. Ich gucke gerade nach Zahlen. Okay. Uiuiui, das hatten wir auch schon gelesen. Ich frage mich gerade, wo. Wo wir hier Zahlen finden können. Kann das sein? 1017.
Nein, das wäre auch zu einfach gewesen. I want to believe. War hier in dem irgendwas an Zahlen versteckt? Ich gucke gerade mal eben durch. Lalalala, lalala. Das war die Geschichte gewesen. Ja, ist ja gut, Petrus. Okay, dort ist auch nichts. Das hatten wir auch schon, ne? Genau. Lalala, lalala. Ja, ja, ja. Und hier war das Badezimmer. Wo hatten wir denn die Kassette? Hatten wir nicht im... Wo hatten wir denn die Kassette gefunden? Oder zumindest die Hülle. Wo waren das nochmal gewesen? Hier war das, glaube ich, ne? Oder? In dem Raum war das. Oh Gott, das sind so viele Zahlen. Fünfmal die... viermal die fünf, das wäre zu einfach. Das wäre, glaube ich, auch zu einfach. Ich meine, ich kann es gleich mal probieren. Jetzt stand auch nichts drauf. Nee. Was haben wir da? Buch ansehen. Waldbrand. Er rettet sie vor dem tobenden Flammen. Und dann wurde es richtig heiß. Okay. Klingt ein bisschen wie so ein Pornofilm. Fünfmal die fünf wäre echt ein bisschen, glaube ich, zu einfach. Wo war denn jetzt der Raum? Ah, hier. Huch. Achso, ich hatte das Buch neu in der Hand. Huch. Ich bin jetzt erschrocken. Fünfmal die fünf wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach, oder? Ja, das war mir so klar. Steht denn hier irgendwas drauf? Nee. Da ist noch eine Notiz. Ich glaube, die haben wir auch schon gelesen. Achso, das waren genau, das war die Tastenkombination. Boah, ich bin überfragt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin echt überfragt. 1965 vielleicht? Probieren wir das mal aus. 1965. 1965. Auch falsch. Huiuiuiui. Das ist auf die Suche. Auf der Suche nach dem Code. Ich riech nix. Die Holy Bible wieder. Aber das muss doch sehr eindeutig sein. Bei dem Aktenschrank war das doch auch sehr, sehr eindeutig, oder? Diese Geräusche machen mir ein bisschen ein unwohles Gefühl im Magen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da bin ich ein bisschen, ja, ist mir ein bisschen flau im Bauch. Was hatten wir hier draufstehen? Hier hatten wir, glaube ich, Brief lesen. Das hatten wir auch schon. Daniel angerufen. Daniel Düsentrieb im Übrigen. Aha. Da läuft mal wieder RTL im Fernsehen. Ja. Und auch hallo an alle, die neu eingeschaltet haben. Wie gesagt, nicht wundern, wenn ich mal nicht auf den Chat eingehe, weil wir ja im Live-Let's Play sind. Hallo Zeus auch an dich. Willkommen. So, ja, gut. Gute Frage. Nächste Frage. Wie finden wir denn jetzt... Wie finden wir denn raus fürs Zahlenschloss? Was ist das hier? Können wir das hier einlegen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yeah!
meine Mucke leiser, sonst komme ich dir da rein. Kennt jeder wahrscheinlich. Ich hab gesagt, du sollst die Musik ausmachen. Oh, Gott sei Dank, mach die Musik aus. Nothing can stop me. Natürlich auch wieder schön in Rot geschrieben. Ah, hier, nimm die Kassette. Okay, das bringt schon mal nichts. Uiuiui. Tja, ich bin überfragt, Leute, bin ich ganz ehrlich. Ich bin etwas überfragt. Diese Dinger sehen auch sehr, sehr merkwürdig, ne? Diese Luftgitter auf dem Fußboden.